So, und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten PlayStation 4 Let's Play Video. Wir spielen Terraria Version 1.3 in der Version 1.09.3.3.1. Bevor wir das Mehrspielerspiel starten, ganz kurz, ich gehe nochmal hier unten rein, ich mache nochmal ein klitzekleines bisschen hier die Musik leiser, denn die dezente Hintergrundmusik, genau, die dezente Hintergrundmusik, die kann ruhig noch dezenter sein, die brauchen wir nicht unbedingt so laut. Ja, und mit dabei ist heute der kleine Littles. Hallo. Hallo. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, wie das hier läuft, wie es funktioniert. Ich starte jetzt hier eine PS4-Welt. Die haben wir schon mal angelegt, denn wir mussten ja schon mal so ein kleines bisschen testen. So ganz ohne Testen ging es noch nicht. Eigentlich wollte ich gerne ganz von vorne anfangen, aber naja, wir haben auch noch nicht wirklich was vorangekriegt. Gleich ist das Spiel an, dann müsste rein theoretisch möglich sein, dass der kleine Littles bei sich den PlayStation-Knopf drückt. Warte eine Sekunde noch. Also ich habe das mit dem Kooperationsmodell. Ich renne mal schnell ins Haus. Wir haben also schon angefangen, ein kleines Haus zu bauen. Hier ist schon ein Headley-Zombie, der kommt hier schon angelatscht. Wir machen auch noch nicht viel Schaden, also wir müssen noch was anfangen. So, drück mal den PlayStation-Knopf. Okay, im Moment, jetzt ist er rot. Jetzt musste Juli B auswählen. Das ist ein kleines Tigerchen, ne? Jo. Ja, mach mal. Wo? Mit dem X. Und, Ja, ich will mich auch gleich mit. Und schon? Haben wir einen Splitscreen-Modus? Papa, sammel mal schnell die Sternschnuppe ein. Die brauchen wir für den Sternschwer. Ja, warte mal, bei dir. Aha, jetzt kommt der kleine Littles als kleiner Spieler. Da ist er da. Ich bin selbst total gespannt, wie das mit dem Splitscreen-Modus nachher funktioniert. Du musst nur hier aufs X drücken und dann musst du rein theoretisch. Warte mal. Verbinde, bist du auf? Ah, da bist du schon. Oh, jetzt wollte ich zu dir rüberkommen, dich abholen, aber da kam mir ein doofer Zombie in den Weg gerannt. Ach, sind es viele schon wieder. Das ist doch nervig, ist das schlimm. Na gut, da werden wir uns einfach mal unter Tage aufhalten. Warte, komm, warte. Wir haben keine Waffen mit Rückstoß. Wir brauchen definitiv den Goblin, um den so Rückstoßsachen abzugewinnen. So. Gib mir mal den einen Stern, den du eingesammelt hast. Vielleicht kann ich daraus einen Stern machen. Du bist witzig. Warte mal, du bist hier unten haben wir Sterne. So, und dann muss ich glaube ich jetzt auf Viereck drücken, ne? Zack. Gib mir auch gleich mal ein Steak, zwei Steaks, dann kann ich beide einen Stern machen. Hä? Mit einem Stick und einem Stern willst du ein Schwert bauen? Kenn ich aber nicht. Also wie machen wir jetzt nochmal das mit dem Schwert bauen? Na, du musst dir nur vorstellen, genau. Du stehst jetzt davor und dann musst du einfach auf Dreieck drücken. Und dann jetzt auf diesen L1-Knopf. Da kommst du nämlich da unten hin und kannst dir so raussuchen, was du gerne bauen möchtest. Und da siehst du, ich kann ein Blei-Kurzschwert bauen. Genau, und da ist kein Schwert dabei, siehst du? Da ist kein Schwert dabei. Das war eine Vase, da sind Pfeile, Seile. Ja, ach so. Ja, warte mal, um dir Sticks zu geben, pass mal auf, da müsste ich dir Holz hinwerfen können, warte. Zwei Sticks. Oh. Ich hasse das, dass ich sofort hier in die Mülltonne reinschmeiße, das Zeug. Papa, gib mir einfach nur zwei Sticks von. Warte mal eben, nehmen, eins nehmen, L2. Ah, so geht das. Man muss das erst ein bisschen lernen. Wo bist du? Da bist du. So. Es wird gerade wieder Tag, glaube ich. So, jetzt hast du Holz, jetzt kannst du von mir. Ach so, du wolltest ja noch das Haus zu Ende bauen, die Rückwand da, das musst du ja noch zu Ende bauen. Das heißt, ich musste noch ein paar Wände machen. Also, gehen wir nochmal hier hin. Zack, gehen wir nochmal hier runter, Wände bauen. Wollen wir nochmal schauen. Ich gucke mal nebenbei, ja, das mit dem Ton funktioniert weitestgehend. Hier, Holzwand. So ging das. Ich mache nochmal, ich habe jetzt nochmal 40. Ich weiß nicht, was du gebaut hast. Aus Holz hast du irgendwas gebaut, oder? Nee, ich kenn's nicht da. Na, wo ist es denn hingekommen? Ich weiß nicht. Was hast du denn ausgewählt? Na, das Ding da. Das ist eine Holzstufe. Da hast du 10 Stück.
Nee, das ist doch eine Wand. Hä? Hast du auch drauf gedrückt schon? Auf was? Nee, du hast so was Grünes in der Hand. Ach so. Ja. Das musst du jetzt nach oben legen. Drück mal, komm mal her. Komm, setz dich mal hier neben mich hin. Was rennst denn du da am Fernseher rum? So, pass auf. Ja, weil es natürlich unser ganz kleiner Fernseher nur ist. Da musst du. Drück mal hier drauf. Du, halt fest. So. So, jetzt hast du es irgendwo hingelegt erstmal. Ich weiß nicht, was das war. Du hast einen grünen Stein gebaut. Warte, ich baue mal kurz Rückwand. Wie macht man das? Ich habe dir schon Rückwand, ich habe schon Rückwand gebaut und ich gebe dir die jetzt. Warte, pass auf. Gib mir die mal. Kannst du die jetzt da holen gehen? Oder hast du die gerade eingesammelt? Nein. Ich hab's auch nicht. Wie jetzt? Wo ist die denn hin? Hast du das etwa in den Ofen geschmissen? Hä, hey, die kann. Ich hab die hier hin. Da ist sie doch gewesen gerade. Ich schmeiß sie jetzt wieder hin. Warte, pass auf. So. Hier ist die Holzwand und ich schmeiße dir hin. So, jetzt hast du sie. Dann kannst du jetzt hier oben noch die restlichen hier so. Und ich könnte ja mal in. Oh, jetzt habe ich gerade eine Fackel wegge. Oh. Na, das muss man auch alles noch üben, so ein bisschen. So. Wie interagieren, Kreis. So, jetzt könnte man mal sagen, ich schmeiß was in die Kiste rein. Zum Beispiel könnte ich in diese Kiste reinschmeißen. Nee, lass mal kurz weg, ich weiß nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr so richtig aus. Halt fest, richtig festhalten. Bevor er runterfällt, das wollen wir nämlich nicht. So. Was soll das denn? Jetzt hast du mich in noch. So, was hast du hier? Drück, was ist das? Ein Kräuterbeutel. Drücke L2 zum Öffnen. Ach, guck mal, haben wir Kräuter gefunden. Na, dann würde ich jetzt mal sagen, ich schmeiß mal so ein paar Sachen jetzt hier in die Kiste. Zum Beispiel die Tränke. Machen wir als erstes hier oben eine. Was machen wir denn da alles links? Machen wir eine Tränkekiste. Wie geht denn jetzt schmeißen, reinschmeißen? Bildmode. Übertragen. Ja, Viereck. Ja, genau. So. Tränke, 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 Tränke. Was da? Hier ist noch irgendwelche andere Käse. Noch weitere Tränke. Hier oben haben wir noch Heiltränke. Die benutze ich nie. Ja, nie. Guck mal, Wolfram habe ich schon gebaut. Sehe ich gerade. Da müsste ich jetzt am Amboss doch schon was mitmachen können. Hier ist auch nochmal ein Trank. Genau, auch die kleinen Glasflaschen mit da rein. Was ist denn das hier? Ach, guck mal. Eine Fußfessel. Ausrüsten mit L2. So. Was man so alles eingesammelt hat hier schon. Was macht denn das nochmal? Magischen Schaden? Das brauchen wir im Moment noch nicht. Dann mache ich eine Geldkiste. Mache ich hier hinten. Hier mache ich mein ganzes Geld rein. Das ist doch das hier. Hast du gesehen, wie beide gemeinsam Blatt gemacht haben? Das hast du richtig gut, hast du das gemacht, vermutlich mal. Können wir uns sogar hinterher alles angucken. Das Coole ist, dass wir nämlich, ich sehe jetzt einfach, früher mussten wir, um deine Sicht der Dinge zu sehen, und ich bin fertig. Müssten wir zwei Kanäle hochladen, zwei Videos, also in zwei Kanälen. Heute kann man es einfach gleichzeitig auf einem Bild. Leuchtstab brauche ich jetzt nicht. Kiste, Kiste. Jetzt mache ich jetzt mal die Kisten da rein und die Kiste mache ich auch da rein. So, Wolfram lasse ich einstecken. Und das hier kann eigentlich. Pass mal auf, da machen wir ganz was anderes. Diese komischen Grabsteine, die braucht ja kein Mensch. Die kommen jetzt einfach in den Müll. Müll. Hey, geh mal weg. Müll. Wurfsterne, was haben wir hier noch? Holz. Wolfram. Eicheln. Der Fernseher ist zu klein. Unbedingt brauchen wir einen größeren 55 Zoll Fernseher brauchen wir. Kupfer habe ich, Wolfram habe ich. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier am Amboss was Schönes bauen kann aus Wolfram-Barren. Wollen wir mal gucken. Eine Schiene, eine Angel, ein Holzhelm, das haben wir, Rüstung haben wir aus Holz. Ein Schmelzofen, eine Rüstungsstatue, die brauche ich aber nicht so richtig machen. Kupferbarren, na, die können wir zumindest. Wenn wir schon haben, dann schmelzen wir das gleich mal. Ausrüstbar. Ein Kupferhelm. Ah,
ein Bleiamboss haben wir schon. Bleikurzschwert, ein Bleieimer, falls wir, brauchen wir später bestimmt aber mit. Was ist denn eigentlich eine Bleitür? Ist die stärker als eine Holztür? Das weiß ich gar nicht, wisst ihr das? Aber weißt du, was wir unbedingt mal machen müssen? Wir müssen mal die Luftinseln finden. Ach guck mal, eine Wolfram-Spitzhacke hat 50% Spitzhackenkraft. Jetzt will mal schnell gucken, was unsere. Ich habe ja derzeit irgendwie. Wo ist die denn die hier, ne? 35 hat die Prozent. Wolfram-Spitzhacke wäre also schon mal ganz gut. Papa, weißt du, was wir auch mal machen müssen? Was denn? Wir brauchen mal Flüge, um in den Himmel zu kommen und da die Kisten anzugucken. Da sind in der Himmel, da sind doch so eine Häuser mit Kisten drin. Das stimmt, aber weißt du was, da sind wir noch ganz weit von weg. Wir müssen erstmal bei Null anfangen und wir müssen erstmal ganz vernünftig uns Sachen sammeln. Und zwar habe ich gerade eben eine neue Spitzhacke gebaut, die hier. Die nehme ich jetzt da hin und die. Und dann kommt gleich mal die Kupferspitzhacke. Die können wir gleich. Pass mal auf, wie viel Holz habe ich denn noch? Hab doch hier noch was, ne? Dann machen wir gleich hier im Nachbarraum nämlich auch mal. Hier sind bloß alle Grabsteine von mir. Ach, jetzt ist mal wieder einer von Quitsch. Woher weißt du das? Kannst du einfach lesen, was da drauf steht? Nee, ich kann nicht lesen. Guck mal, da steht eine 84 und guck mal, da steht Quietsch. Da steht Quietsch. Ja, das stimmt. Daher weiß ich das. Da hast du völlig recht. Auch, ja. Warte, ich jetzt die Kisten reingemacht. Da, ne? Noch alle von dir. Übertragen. So, jetzt gehen wir hier hin. Wieso kriegt man hier eigentlich keinen Fallschaden? Das war doch froh. Merke ich gerade. Du bist immer so unzufrieden. Sei doch froh. So, ich baue noch ein paar Kisten hin. Wenn hier irgendwo ist. Okay. Ach, ich muss ja eh das alles drin hab hier. Ja, das dauert noch eine Weile. Ja, noch eine? Nö. Okay, so, jetzt haben wir hier die Kiste. Und jetzt wollte ich da noch was reinpacken. Was wollte ich da reinpacken? In die. Ja, was mach, sag doch mal. Wir müssen ganz tief runter. Wir müssen dringend mal runter in den Dschungel, um so eine Herzen zu finden, die unsere Herzen gold machen, damit wir mehr aushalten. Da müssen wir mal hin. Ah ja, da hast du völlig recht. Ja. Ja. So. Da. Ich sortiere mich nur gerade ein bisschen aus, damit ich mein Inventar nicht gleich voll habe. Schleim brauchen wir für die Fackeln. Was ist das hier noch? Granaten. Ey, ich habe Granaten eingesammelt irgendwie. hier war noch was, was in den Müll kann. Das hier kann noch in den Müll. Dann habe ich hier irgendwo schon mal angefangen, so Waffen hinzustellen. Warte mal, was ist denn hier noch drin? Ne? Papa, irgendwie kommt man nur von dieser Seite hier aufs Dach. Ja, das habe ich mit Absicht so gebaut. Da soll nicht jeder aufs Dach hochkommen. Hier sind die ganzen Tränke drin. Und was ist hier so drin? Noch nichts. Dann machen wir da die Samen rein. Was ist denn? Oh. Und die Pilze. Oh Gott. Man kann das schwer erkennen hier alles. Muss man vielleicht mal rausfinden, wie man das hier optimal gestaltet. Alles ein bisschen. Da haben wir noch viel, viel, viel Brot haben wir noch vor uns. Oh. Was habe ich hier noch? Lehmblock. Na gut, das ist nicht so schlimm. Gut. So würde ich sagen, jetzt gehen wir mal runter in den Keller, in die Katakomben. Das Schöne ist, du kannst ja da oben bleiben. Du kannst ja jederzeit sehen, was ich gerade mache. Okay. Hopp. Aber ich komme mal mit. Wenn schon bleibe ich hier oben. Aber ich komme mit. Irgendwie ist es halt komisch mit der Spitzhacke. Macht der automatisch. Kann ich gedrückt halten den Knopf und das geht einfach. Ja, okay, die ganze Zeit um mich. Ja, bei der Waffe geht das nicht. Da kann man nicht gedrückt halten und einfach um sich schlagen. Das finde ich seltsam. Ich würde nämlich sagen, auf dem Telefon ging das. Was macht denn ein Schleim hier unten? Weiß ich nicht, der ist da unten. Ich weiß nicht, warum der da unten aufgetaucht ist. Ja, hat vielleicht auf dich gewartet. Papa, komm mal her. Oder? Hast du hier schon weiter oder gearbeitet hier Seil? Ja, das stimmt. Ich habe hier schon mal ein bisschen geübt. Hilfe. Bin schon da und kann dir schon helfen. Tschüss. So, tschüss. Hier unten, guck mal hier. Hier war ich auch schon.
Und da sind wir jetzt im Bereich, wo der Kohle, die Kohle im Hintergrund ist. Ich hatte gehofft, oh, guck mal hier, genau, das hatte ich eigentlich gehofft zu finden. Das hier. Was ist denn das? Ich glaube, das ist Wolfram hier, oder? Wolfram-Erz, genau. Wolfram, ja. Cool. So, Wolfram ist mal ein Bekannter von uns. Ich schaffe nicht auf den Stein zu springen. Deswegen bin ich im Terrarium auch nicht so gut in Jump'n'Run. Gibt doch nicht wirklich einen Jump'n'Run. Oh, ich bin hier rum. Doch, hier bei den Steinen. Ach du dickes Ei. Was machst du dickes Ei? Hopp, doch, so geht's. Ich baue hier meine Brücke. Papa, guck mal, ich bin hier hochgekommen. Warte mal, aha, hast du gut gemacht. Ich baue hier meine Brücke eben schnell. Ich bin eben voll auf dem Stein gehüpft und bin... Mist. Hier geht's hier gar nicht weiter. Das geht aber cool hier. Also das finde ich ja cool mit der Steuerung. Das gefällt mir deutlich besser als auf dem Handy. Papa, aber Wolfram gibt's auf dem Handy noch nicht? Doch, doch. Ja, nee. Kommt auf die Karte an, in der du bist. Manchmal ist es Eisen, manchmal ist es... Ich kann dir gar nicht sagen, dass, ja, Wolfram und Blei, also Blei ist glaube ich das gleiche wie Eisen. Oh, was hast du da unten? Ist das nur mal ein Stein, den du hier unten hast? Nö, das ist nur Kupfer, oder? Das ist doch hier unten kein Stein, oder? Ist das doch, ist das normaler Stein? Das ist normaler Stein, glaube ich. Oder Eisen. Ach, guck mal dieses... Ich glaube, das ist Eisen. Ist ein Stein, Steinblock gewesen. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ich finde es super, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Warte, aber da kann ich mir helfen. Ich habe ja hier Spiralseil. Pass auf, ich mache jetzt nämlich Folgendes. Ich schieße einfach nach oben ins Seil. Pass mal auf. Hopp. Sie sehen? Ich habe nämlich Werfseile. So, was gibt's hier noch? Das geht nicht. Ja, da musst du eben mal mit deiner Spitzhacke arbeiten. Dafür hast du die doch. Das macht überhaupt nichts. Die geht ganz genauso. Warte mal auf, wir sind ja aber noch weit oben. Wir müssen mal runter. Wir müssen hier runter. Guck mal, wir müssen irgendwo. Irgendwas. Wir wollen nach Eisen und Wolfram und sowas suchen. Das sind wir jetzt weit oben. Wir müssen mal hier weiter runter. Aber hier ist überall Wasser, da geht es nicht. Also wir sind bald unten im Meter. Nee, das ist noch weit, weit weg von der Hölle sind wir noch. Du musst nach oben drücken, damit du das Seil hochziehen kannst. Nach oben? Ah. Machen wir einfach Folgendes, wir können uns jetzt hier schräg runtergraben, oder? Was hältst du, oder? Ja, ja. Pass auf, ich kann nur einfach hier hingehen. Ich weiß, was ich mache. Ich mache Folgendes. Ich mache es so. Sobald ich weg bin, nicht. So. Ich hasse diese nervigen Schlangen. Ach, du bist ein dummer Wurm. Oh, schon wieder. Ey, ja. Was ein bisschen schwer ist, ist das schräg nach unten graben. Jetzt haben wir ein Platt. Ja, ja. Dreck, Stein, Dreck, Stein. Ja, komm, ich doch mal. Der ist platt jetzt, ey. Schräg nach unten graben, das lässt sich ein bisschen komisch machen hier. Das ist seltsam, aber was soll es? Oh, jetzt ist Wasser gefallen, oder? Es ist schon wieder Wasser hier. Immer und überall gibt es hier nur Wasser. Was ist denn das für ein Käse? Was denn? Du bist der beste. Hey, guck mal. Der beste Jump'n'Runner. Ja, guck mal. Du musst das Seil nicht werfen. Du kannst von hier unten nach da oben hüpfen. Gucke. Ich freue mich, dass du das so kannst. Aber ich bin froh. Guck mal, ich kann es doch nicht mal so hier. Na, warte, pass auf, das ist überhaupt kein Problem. Wir graben es jetzt weiter in diese Richtung. Au! Boah. Na, mal gucken, wir werden schon irgendwas finden. Und wir graben die komplette Welt. Was bedeuten die Blumen da unten? Dass es gerade gespeichert wird. Wenn das sich eine Blume dreht, speichert es gerade. Karte. Ganz knapp. So, jetzt gehen wir hier runter. Boah. Das
ist das gleiche wie immer mit dir. Du hilfst mir gar nicht so richtig. Hast du das Haus schon fertig gebaut oben? Echt? Ja. Cool. Dann müsstest du doch um einen Tisch und Stühle reinstellen in das Haus. Es ist so finster, man kann hier nichts sehen, ey. Hier ist wieder ein Riesenwurm. Das kann passieren. Nee, du hast das da oben rechts. Oh, hier ist gerade mal Wolfram aufgetaucht. Dieser Regenwurm nervt mich total. Wo ist denn hier? Ach, hier ist der. So, wollen wir hier wieder runter gehen ein Stück? Papa, und falls du keine Fackel mehr hast, ich habe noch drei Stück. Okay, na Fackel, komm klar, ich habe Holz und ich habe auch alles andere, das funktioniert also. Oh, guck mal hier! Was? Oh, guck mal hier! Oh, eine Bahn! Ja, irgendwas ist da. Was meinst du, wollen wir da runtergehen? Wir sind da schwer. Irgendwas greift mich, aber ich nicht sehe. Wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Was ist das? Wo führt denn das hin? Also erstens, was ist das? Zweitens, wo führt's hin? Du stirbst doch gleich, du musst vorsichtig sein. Ja, ich sterbe gleich. Also hilf mir doch mal. Ich sterb selber gleich. So, was mit den gelben hier? Das habe ich erstmal von dir weggeschossen. Aua. Ich sehe nichts hier, es ist da noch so eine rote. Und da ist noch die gelbe. Okay, die gelbe haben wir. Beete sind wir platt. Das waren mehrere Schleime, was Sie sehen. Dann müssen wir nochmal runterlaufen. Aua, nein. Ach, du lebst ja noch. Dann geh irgendwo hin, wo du sicher bist. Nein, und? Ich habe nur ein halbes Geh irgendwo hin, wo du sicher bist. Doch nicht mitten rein in die Gegner. Bleib jetzt da stehen, hüpf da hoch und bleib da sitzen. Ich bin gleich bei dir. Ja, setz dich in Sicherheit. Aua! Sollst in Sicherheit gehen. Du weißt schon, ein bisschen brauche ich noch. So schnell geht das alles nicht hier. Da ist auch Stein mit dem Weg gewesen. Wie viele Herzen hast du noch? Ein halbes. Ich bin auch gleich tot. Ein halbes Herz, ey. Aua, nein. Hör mal auf zu heulen. Aber ich bin auch gleich tot. Ja, aber du brauchst deswegen nicht weinen. Ich bin da, jetzt, wo ich bei dir bin. Ja, und jetzt musst du doch richtig weinen, natürlich. Du brauchst jetzt noch ein paar Tränchen in deine Augen. So, ich mache jetzt die Kunden hier unten platt und dann kommst du wieder runter. Oder wie machen wir das? Nee, du machst die jetzt alleine platt. Du hast nicht rechtzeitig. Ja, okay, dann baust du jetzt oben in das Haus mal bitte einen Tisch, damit da jemand einziehen kann. Alles klar. Also, wieso kann man denn den Knopf nicht gedrückt halten hier? Das nervt natürlich total. Was kommt von da, was kommt da von oben geflogen? So, ich sag's mal ein bisschen. Was ist denn das? Wo sind wir denn hier? Was ist das für eine Höhle? Und vor allem, interessant ist das ja schon. Das ist ein Schienensystem, aber auf der Schiene laufen kann man nicht. Man kann nur. Ja, man fällt durch. Man könnte vielleicht mit einem Auto drüber fahren. Oder mit einer Lore oder so. Oh, was bin ich hier runtergefallen? Aber wie mache ich nur das mit der Bergbahn? Dann du stellst dich einfach davor, drückst aufs Dreieck. So, jetzt drückst du aufs Dreieck. Hast du Holz einstecken? Nee. Doch, du hast 10 Holz. Dann drückst du einmal auf L1. L1? Ja, da. Und dann gehst du runter ins Baumenü automatisch. Wie macht man das denn noch so? Du hast nicht L1 gedrückt. Ja.